Ja, heute geht es um die Pleuelmontage oder beziehungsweise um das Anziehen oder das korrekte Anziehen der Pleuelschrauben. Da sind ja immer wieder viele Fragen und um das einfach zu klären, um euch zu zeigen, wie ihr das auch selber machen könnt, wie man es richtig macht, damit der Motor auch hält, das zeigen wir euch jetzt. Never mind, bring the beat back. Jetzt wollen wir hier die Pleuel montieren. Bei der Pleuelmontage muss man auch darauf aufpassen. Die Lager haben ja eine Führungsnut, sondern die sogenannte Nase. Die ist einmal hier und am Pleuel selber auch da hinten. Und diese Nase bzw. der Lagerdeckel auf das Pleuel wird immer Nase auf Nase montiert. Also so. Immer Nase auf Nase. Man kann das auch später noch kontrollieren. Das tun wir auch, wenn man von der Seite schaut. Auf der Seite sind Seriennummern drauf. Von dem Pleuel selber. Da kann man also zwei Sachen kontrollieren. Einmal kontrolliere ich die Seriennummer, also 195. Und das ist auch die 195. Das heißt, das gehört zusammen. Pleuel und Lagerdeckel gehören zusammen. Die darf man halt nicht vertauschen, weil die innen bearbeitet sind. Und gleichzeitig kontrollieren wir dann auch, ob Nase auf Nase ist. Auf der anderen Seite, ich kann den Deckel mal eben abnehmen. Da ist keine Seriennummer. Nichts zu sehen. So. Und dann ist auch noch ganz wichtig, dass die Nasen immer in Richtung Einlasskanal montiert werden. Hier ist ja unser Einlass. Auf dieser Seite befindet sich der Einlasskanal vom Zylinderkopf und auf der Seite ist der Auslass. Die müssen immer Richtung Einlass montiert werden. Das können wir später aber nochmal zeigen, wenn wir den Block umdrehen. So. Deckel haben wir montiert, den pressen wir leicht ein bisschen von Hand dran, der wird aber noch nicht ganz nach unten gehen. Jetzt kommt die AHP-Paste, ganz wichtig. Ein bisschen Schmiere hier drauf. Das sind die Berührungspunkte, wo später die Schraube ist. Der Bund der Schraube, einmal hier drauf. So. Und jetzt das gleiche bei den Schrauben. Ich mache das immer in der Hand, dass man die Schraube am Kopf festhält. Dann einmal hier so ein kleines Bildchen malen, drumherum. Lieber ein bisschen mehr wie zu wenig, so. Und dann einmal am Gewinde. Auch einmal drumherum. So, dass überall das Gewinde mit der Paste benetzt ist. Perfekt. Dann die Schraube rein. Von Hand muss natürlich leicht gehen. Nur so 2-3 Gewindegänge. Passt. Dann nehme ich meinen Schrauber, das ist immer bei den AHP-Schrauben, bei den 3/8 Zoll, ist das immer eine 11er Vielzahnnuss. Jetzt drehe ich das ein bisschen fest, ein bisschen bei, das reicht, weil wir warten noch auf die zweite Schraube. Die zweite Schraube, die könnte man theoretisch, damit ihr das besser seht, das kann man ja auch in den Schraubstock spannen. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen. So. Auch wieder schön. Mali, Mali. Ich empfehle auf jeden Fall Handschuhe, weil das Zeug, das geht danach nicht mehr so gut ab. So muss das aussehen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Das geht ja darum, dass das Gewinde danach nicht frisst oder halt Metall auf Metall. So, jetzt kommt die Schraube wieder rein. Schraube Nummer 2. So, auch hier. Ein paar Gewindeumgänge drin, damit das Gewinde ein bisschen packt und dann vorsichtig, man merkt ja, ob es Widerstand gibt oder nicht. Ihr könnt das auch mit der Ratsche machen oder mit so einem anderen Schlüssel. Dann kontrollieren wir, ob das aufliegt, dass der Spalt muss dann weg sein. Ich leuchte das mal kurz ein bisschen an. Ja, da sehen wir also, das hat sich halt gesetzt, auf der anderen Seite auch. Ja, und jetzt kontrolliere ich immer, ganz kurz bewege ich das Pleuel axial hin und her. Und dann spürt man und man hört ja auch, dass es sich bewegt. Das Axialspiel muss ja auch gegeben sein. Und wenn sich das halt so schön hin und her bewegt, dann weiß man, bis dato hat man alles richtig gemacht. So, jetzt wische ich erstmal die Paste so ein bisschen weg, damit wir uns die Hände nicht versauen. Und jetzt geht es an die eigentliche, oder an das Anziehen der Pleuelschrauben.
dafür nehmen wir halt unsere tolle neue Uhr, die ja normalerweise schön im Koffer auch geschützt ist. Da ist die schön drin, stoßsicher, damit nichts passiert. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Ich nehme meinen Drehmomentschlüssel dafür, löse erstmal die Schraube. Die war ja eben nur ja, handfest. Oder 20 Newtonmeter ziehe ich die manchmal an, aber jetzt erstmal wieder lösen, damit die Schraube lose ist. Dann kommt die Uhr drauf. So. Und dann, man muss halt gucken, dass die Uhr unten drin ist. Das merkt man aber auch. Wenn man jetzt so ein bisschen hin und her bewegt, irgendwo hat die halt einen Punkt, wo die drin ist. Vielleicht zeigen wir das kurz an der Schraube hier draußen. Die packt ja, die geht ja hier oben rein. Dafür ist ja extra diese Bohrung gedacht. Und auf der anderen Seite haben wir auch sowas. Und so geht halt diese Spitze, das ist extra dafür gemacht. Und hier, das da rein. Zack. So, und da ist die drin. Und dann setzen wir das auf 0. Jede Schraube muss man selbst neu auf 0 setzen, weil jede natürlich eine andere Längung hat. So, und das gleiche machen wir jetzt im Motor. So, und siehe da, die ist nämlich auch anders. So, passt fast. So, und so können wir das lassen. So, jetzt wissen wir, die Schraube ist lose und wir haben die Gesamtlänge gemessen bzw. auf 0 gesetzt. So, Uhr wieder raus. So, jetzt nehmen wir einen Drehmoment. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass wir ungefähr 80 Newtonmeter anziehen müssen. AAP sagt ja 68 Newtonmeter, aber eigentlich auf Streckung. Streckung ist immer das Wichtigste, die 0,15 mm. Mit 70 werden wir da nicht hinkommen oder 68 Newtonmeter. Ich weiß, es sind meistens 80 bis 90. Deswegen, wir nehmen jetzt erstmal 80 und alles Weitere erkläre ich dann später. So. Und das sollte man dann auch in einem Zuge anziehen und nicht stückchenmäßig, wie Kopfschrauben auch zum Beispiel. Zack und fertig. Und auch nicht weiterziehen, wenn der einmal geknackt hat, raus. So, dann nehmen wir wieder unsere geile Uhr und gucken mal, inwieweit die Pleuelschraube sich gestreckt hat. Wir sind also jetzt bei 0,125 mm. Wir wollen 0,15, grüner Bereich. Also wieder raus. So, jetzt löse ich mit dem Drehmomentschlüssel. Das macht man normalerweise, löst man ja nicht mit dem Drehmomentschlüssel, aber das ist hier, Drehmomentschlüssel habe ich extra dafür gemacht. Der ist extra nur für Anziehen von den Pleuelschrauben. Da ist es auch nicht so wichtig, ob der jetzt 100% geeicht ist oder nicht, weil wir nehmen Streckung. Wir beziehen uns auf die Streckung und die Streckung ist für uns das Wichtigste. Schraube ist lose. Und jetzt können wir hingehen, nochmal die Uhr draufsetzen und kontrollieren, ob die Schraube auch wieder auf 0 gegangen ist. Und siehe da, sind wieder auf 0. Perfekt. Sehr oft wird auch gefragt, wie oft man die Schrauben anziehen darf oder sollte. Also ich empfehle maximum 3-mal. Das ist jetzt ein Artikel, der ist nicht so teuer. Man sollte dann lieber die Schrauben öfter wechseln, auch auf Verdacht. Weil so ein ganzer Motor, wenn die Schraube abreißt oder dann kaputt geht, das wird auf jeden Fall teurer. So, dann hatten wir jetzt 80. So, dann gehen wir jetzt mal auf 100 Newtonmeter. So, jetzt hat er sich ja hier ein bisschen mitgedreht. Ist aber nicht schlimm. Den holen wir uns zurück. So. So. Und da sind wir im grünen Bereich. Das passt. Ja, das kann man jetzt lassen. Jetzt haben wir sie zweimal angezogen. Einmal mit 80 und einmal mit 100 Newtonmeter. Und da sieht man auch schon, dass wenn man die nach Vorgabe, also mit 68 Newtonmeter anzieht, dass wir ja gar nicht da sind, wo wir hin wollen. Von daher immer auf Streckung anziehen.
Und das kann auch von Pleuel zu Pleuel, von Hersteller zu Hersteller, kann das ja auch variieren. Das ist also immer anders. Da gehen wir aber später drauf ein. Ganz wichtig auch dabei ist ja auch bei der Montage von, oder generell, wenn man Motoren zusammenbaut, wie kommt der Kolben rein? Ja, hier haben wir ja zum Glück, hat der Hersteller, in dem Fall JE, draufgelesen, Exhaust. Ne? Das heißt, wenn wir ja jetzt vor dem Motor stehen, müssen wir natürlich wissen, wo ist jetzt später der Auslasskanal am Kopf und wo ist der Einlasskanal. So, die Pfeile zum Beispiel, das habe ich mir ja selber drauf gemacht, um zu wissen, wo ist die Steuerseite. Ne? Wir wissen ja, die Steuerseite bei dem Motor, das ist jetzt 2 Liter T-Fessi, die ist auf der Seite. Die Einlasskanäle sind hier. Wenn ich vor dem Auto stehe, bin ich ja auch hier, weil hier ist das Getriebe, hier ist die Steuerseite, hier ist der Wasseranschluss und Ölkreislauf. Aber bevor wir das einbauen, muss uns das natürlich klar sein. Man kann sich natürlich aus Hilfe, kann man sich ja auch machen, da kann man sich ja schreiben, hier in und da ex. Oder halt Einlass, Auslass, was auch immer, um sich zu helfen. In der Regel ist es aber auch immer so, wenn man sich nicht sicher ist, beim Kolbenhersteller nachfragen oder E-Mail an uns schicken mit dem Bild vom Kolben, dann können wir euch auch helfen. Prinzipiell ist es aber immer so, dass die Ventiltaschen vorhanden sind, wie bei den Kolben hier, dass die Ventiltaschen auf der Einlassseite immer tiefer sind. Ja? Das hat was damit zu tun, weil ja beim Überschneidungsventil Einlassventil aufmacht und Auslass schließt. Und deswegen müssen da immer die Taschen tiefer sein, um eine Kollision zum Kolben zu verhindern. Wenn ihr die Kolben auf das Pleuel montiert, müsst ihr darauf achten, dass das Pleuel mit den Nasen, hier sind ja die Nasen, die Nasen müssen immer zum Einlasskanal zeigen, also immer so. Das heißt, meine Nasen sind jetzt hier vorne zum Einlasskanal. Das müsst ihr aber beachten, wenn ihr die Pleuel auf die Kolben montiert. Dann ist das wichtig. Ne? Und später dann halt nochmal kontrollieren. Wir drehen den Motor jetzt nochmal um. So. Und hier ist ja dann wieder das gleiche Spiel. Hier ist ja in und hier ist ja ex. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr einen anderen Motorständer habt oder den Motor auf der Steuerseite oder Getriebeseite eingespannt hat, ist das natürlich ein bisschen anders. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr umdreht. Deswegen am besten immer hinschreiben, kurz mit dem Edding. Später kann man das ja wegwischen oder auch drauf lassen. Spielt keine Rolle. Wenn wir die Kolben und Pleuel eingebaut haben, kontrolliere ich auch nochmal hier die Pleuel mit den Nummern. Nochmal ein Bild oder hier. Ja, hier sind dann also auch die Nasen. Und da genauso. Seriennummer 192, 192. Lieber einmal mehr wie zu wenig kontrollieren, weil wenn das falsch drin ist, dann ist der Motor kaputt. Ja, und damit wir auch verstehen, wieso, weshalb, warum, ne, muss auch mal ein bisschen Theorie dabei. Die haben wir jetzt zum Schluss gemacht vom Video, damit es nicht zu langweilig wird. Wie gesagt, geht ja um die Schrauben, die AAP-Pleuel-Schrauben nochmal. Da mit unserem schönen, muss ich selber nochmal gucken, Spannungsdehnungsdiagramm. Ne? Wir wollen auch gar nicht zu sehr da in die Theorie gehen. Ich habe das versucht, so einfach wie möglich zu machen. Wir haben einmal hier auf dem Diagramm ja, die Newtonmeter. Das ist also das, was zum Beispiel AAP sagt, zum Beispiel 68 Newtonmeter. Ich habe jetzt mal halb aufgerundet auf 70 Newtonmeter. Und hier steht dann die Streckung, also die Weglänge, ja, wie wir dann auf die Streckungsuhr, wie wir mit der Streckungsuhr anziehen. Wir wollen ja auf 0,15 mm Streckung oder Dehnung der Schraube kommen. Das ist hier dieser grüne Bereich. Weil wir hier in diesem grünen Bereich, da ist halt laut AAP für diese Schraube das beste Fenster, wo die Schraube drin arbeiten kann. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, hier geht es weiter runter, hier kommt irgendwann der Bruch, kaputt, also tot. Da ist die Schraube halt kaputt. Man merkt das ja auch zum Beispiel, wenn man selber Schrauben anzieht, egal welcher Art, man zieht die halt an und irgendwann fängt das an weich zu werden. Wenn man dann noch weiter geht, dann macht es natürlich Klack. Ne? Nach fest kommt lose. Und im Prinzip ist das nichts anderes wie hier diese abfallende Kurve. Ja, die Kraft geht runter, es wird weicher, einfacher und dann geht die kaputt. Und wir wollen halt in dieses Fenster, da wo grün ist, wo okay ist, 0,15 mm. Die Newtonmeter vergleichen wir später dann dazu, um zu zeigen, welche das sind. Und dann nochmal kurz zur Schraube selber. Hier habe ich mal eingezeichnet, 0,15 mm soll die Schraube sich ja dehnen. Die soll um diese Länge länger werden, damit die optimal arbeitet.
arbeiten bedeutet ja dann im Prinzip sowas wie auch bei der Fahrwerksfeder, wenn ihr schon mal ein Fahrwerk eingebaut habt, ihr braucht ja Federspanner, damit das ja nicht auseinanderfällt. Das bedeutet, die Feder ist ja auch mit einer bestimmten Vorspannkraft eingespannt, damit die dann später optimal arbeiten kann. Die darf nicht zu lose da drin rumeiern. So, und jetzt stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto über einen 30-Hubbel, die federt ein, flupp, und wenn ihr runterfahrt, flupp, wieder raus. So, und die schlägt ja auch nirgendwo auf. Und genau so soll das sein bei der Pleuelschraube. So muss die im Motor arbeiten. Hier Schraube, hier ist Pleuel. Um euch das mal zu zeigen, was da eigentlich für Kräfte herrschen oder wie die Schraube ja beansprucht wird. Wir haben ja schon gesagt, dass die Schraube wird ja einmal auf Druck beansprucht und einmal auf Zug. Ja, also wie so ein Dehnstahl muss die Schraube immer arbeiten und das in einem bestimmten Fenster. Wir haben ja zum Beispiel hier auch unsere Federwaage. Das ist ja auch, kann man das auch ein bisschen zeigen. Und das ist eine Federwaage, womit wir die Federkraft messen oder auch den Weg, bis wann so eine Ventilfeder, das ist eine Ventilfeder, auf Block geht. Und da ist es ja genauso, wenn die im eingebauten Zustand ist, dann ist die Feder ja vorgespannt. Die hat also eine gewisse Vorspannung, die kann ja nicht so lasch da ja, rumpimmeln, sage ich mal. So, die wird eingebaut mit einer bestimmten Vorspannung, zum Beispiel so. So ist die Feder dann eingebaut. Und dann kommt der Nocken, die Nockenwelle, die macht die auf und dann so und wieder zu. Und in dem Fenster arbeitet dieser Stahl. Das ist nichts anderes wie die Pleuelschraube auch oder halt eine Fahrwerksfeder. Immer rauf und runter, rauf und runter. Und je höher die Drehzahl, umso öfter und umso schneller geht das. Umso höher ist dann auch die Beanspruchung. So, wenn wir natürlich jetzt zu feste anziehen würden, unsere Pleuelschraube als Vergleich, wären wir ja irgendwo hier unten kurz vor Block. Und dann, wenn wir auf Block kommen, dann riskieren wir natürlich, dass die bricht, die Feder. Genauso, wenn wir zu lasch anziehen, dass wir halt hier oben sind und einfach nicht in den Bereich kommen, wofür die Feder ja gebaut ist. Die Feder ist ja ausgelegt für einen bestimmten Bereich. Und diesen Bereich müssen wir finden, da müssen wir die einstellen und das gleiche müssen wir bei der Pleuelschraube machen. So, wo ist mein Pleuel hingelegt? Hier. So, das Pleuel bewegt sich ja im Motor, Kolben rauf und runter und dann macht das diese Bewegung noch dazu. Eine translatorische in eine rotatorische Kraft umwandelt. Jetzt das Pleuel, der Kolben geht nach oben, kriegt von oben einen auf den Deckel, ja, durch die Verbrennung und die Schrauben werden hier gestaucht. Die werden also hier kürzer gemacht, die kriegen einen auf den Deckel. So, dann geht das Ganze nach unten, entlastet sich wieder und dann geht die wieder nach oben. So, wenn der jetzt in dem einen Takt ist, wo der überschneidet, da ist der Einlassventil und Auslassventil ist offen. Da ist kein Druck. Hier ist auch alles ruhig. Aber der andere Kollege, der Bruder von dem hier, in dem Fall der Kolben Nummer 4, ich drehe den mal nach oben, damit ihr das seht. 1 und 4 arbeiten jetzt zusammen. Der arbeitet und der ist auf Überschneidung. Der kriegt Druck, der kriegt zwar keinen Druck, aber dadurch, dass der Kolben Druck bekommt und nach unten gefeuert wird, richtig, zwingt die Kurbelwelle den Kolben auch nach unten. Das heißt, der Kollege hier, der kriegt zwar keinen von oben drauf, aber dafür kriegt er von unten einen drauf. Die Kurbelwelle zieht den nach unten mit der gleichen Kraft, wie der gearbeitet hat, weil die Kurbelwelle die Kraft überträgt. Ja? Das heißt, jetzt in dem Moment werden die Schrauben belastet auf Zug. Ja, also einmal hier Zug und hier Druck. Und natürlich die anderen später auch. Und das passiert ganz oft die ganze Zeit. Zusätzlich haben wir natürlich noch eine Kraft, die Rotationskraft. Und da ist dann auch noch, kommt noch hinzu, dass diese Kräfte ja auch nicht so kommen, sondern seitlich auf die Schraube. Also Schraube, ganz wichtiges Bauteil, ganz wichtig, diese Schraube richtig zu behandeln, richtige Schrauben zu nehmen und auch richtig anzuziehen.